Hey, willkommen zu der neuen Videoserie Noah's Notes from New York, in der ich regelmäßig ein paar aktuelle Eindrücke von der Jazzszene und dem Leben in New York mit euch teile. Ich wohne inzwischen seit 3 Jahren hier und je länger ich hier bin, desto genauer lerne ich die kulturellen Gemeinsamkeiten, aber auch tiefgreifende Unterschiede zwischen Deutschland und den USA kennen. Es war natürlich besonders krass, im April hier zu sein, als New York zum weltweit größten Corona-Hotspot wurde. Dass die Stadt so extrem hart getroffen wurde, hatte natürlich auch weitreichende Folgen für die hiesige Jazzszene. Alle Clubs mussten ihren Betrieb einstellen und viele meiner Musikerkollegen bezogen entweder Arbeitslosengeld, retteten sich über Online-Unterricht oder zogen temporär zurück in ihre Heimatstädte oder Heimatländer. Es wird spannend zu beobachten, wer tatsächlich in die Stadt zurückkehren wird. Seit etwa Juli sind die Fallzahlen wieder relativ stabil und die Stadt kehrt nach und nach zu einer Art neuen Form von Normalität zurück. Fast alle tragen jedoch auf den Straßen immer noch durchweg Masken. Restaurants dürfen inzwischen auch im Innenbereich sehr kleine Gruppen bewirten, aber der Großteil des Betriebs der Gastwirtschaft findet weiterhin draußen statt. Der legendäre Jazzclub Smalls veranstaltet seit kurzem wieder Konzerte mit stark beschränktem Publikum, während die meisten Clubs jedoch immer noch komplett auf Streaming-Konzerte setzen, wie das Village Vanguard oder die Jazz Gallery. Zudem ist es noch sehr schwer abzuschätzen, welche der zahlreichen Jazzclubs die Krise tatsächlich überleben können. Viele Musiker sind deshalb auf Outdoor-Konzerte in Parks wie dem Prospect Park in Brooklyn, in privaten Hinterhöfen oder im Außenbereich von Bars und Cafés umgestiegen. Auch prominente Jazzmusiker wie Bill Frisell oder Chris Potter traten in den letzten Wochen vor ihren Wohnungen in Brooklyn oder im Central Park auf. Neben Konzerten proben viele auch einfach draußen, um das Ansteckungsrisiko zu mindern. Doch der Winter rückt näher und es wird zunehmend kälter. Das angenehme Aufblühen der vielen Outdoor-Gigs wird also bald wieder stark eingeschränkt. Doch New York wäre nicht New York, wenn es sich so schnell unterkriegen lassen würde. Und es bleibt spannend zu sehen, welche kreativen Lösungen die Menschen und Musiker dieser Stadt in den nächsten Wochen und Monaten finden.